So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist wieder Samyang Sunday. Wir wollen wieder ein Samyang Produkt testen. Keine Nudeln, sondern wieder eine Soße. Wir haben schon verschiedene Samyang Soßen getestet. Wir werden bald auch wieder zu Nudeln kommen. Aber wer es noch nicht gesehen hat, wir haben damals ja die ganz normale Samyang Bulldog Soße getestet, die schwarze. Also das ist eigentlich die Originale, die fand ich auf jeden Fall mega genial, hat mir immer sehr gut geschmeckt. Dann gab es ja auch die rote Flasche dazu. Das hätte eigentlich die Too Spicy Soße sein müssen in der Flasche. Wir haben verschiedene Tests auch dazu gemacht, ganzen Schupfnudeltopf fertig gemacht, die ganze Flasche draufgekippt. Das hat so gebrannt, du hast so Schmerzen gehabt, du hast dich so durchgekämpft, Schluck auf alles andere, rosa Lippenstift. Aber es war auf jeden Fall richtig genial und schmackhaft. Extremely spicy steht hier. Wir haben getestet die Samyang Bulldog Carbonara Soße. Die war natürlich ein bisschen milder, die hat mir sehr gut auch immer zu gebratenem Hähnchenfleisch geschmeckt, vom Chinamann und so Zeug. War das auf jeden Fall genial. Und letztens gab es auch erst ein frisches Video. Und da haben wir die Samyang Bulldog Hot Chicken Flavor Mayonnaise getestet, die schon über ein Jahr abgelaufen war. Ich die trotzdem einfach gemacht habe, gegessen habe und mir hat die trotzdem richtig gut geschmeckt. Die ist auch relativ schnell leer geworden. Die war jetzt auch nicht so extrem scharf. Aber vielleicht hat man sich auch einfach nur dran gewöhnt. Ich fand die auf jeden Fall mega lecker. Jetzt habe ich aber noch zwei andere Soßen gefunden. Erstens gibt es ja noch diese Samyang Sriracha Soße. Sriracha ist ja eigentlich von Flying Goose. Typisch Sriracha, Flying Goose verbindet man damit. Das hat auch genau dieselbe Flasche wie die anderen Samyang Soßen. Die möchte ich mir aber aufheben, weil ich mir denke, dass die bestimmt schärfer ist als die hier. Was fällt euch da auf? Das war die Mayonnaise in so einer Spritzflasche und das ist auch eine Mayonnaise, aber nicht die normale Hot Chicken Flavor Mayonnaise, sondern eine Hot Chicken Flavor Chipotle Mayonnaise. Deswegen habe ich das gerade mit dem Chipotle reingehauen, denn ihr habt auch normal Samyang hier oben stehen. Ihr habt hier auch wieder ein Hühnchen drauf und statt der normalen Mayonnaise einfach Chipotle-Mayonnaise, da erwarte ich jetzt einen teilweise rauchigen Geschmack. Die ist bestimmt auch wieder ohne Eier hergestellt. Die wollen wir jetzt mal probieren. Die wollen wir jetzt mal öffnen. Die ist noch komplett zu. Ich muss hier oben jetzt erstmal den Bitzel abmachen. Dann werde ich das hier drumherum entfernen. Die Flasche möchte ich mir wahrscheinlich wieder aufheben. Wir machen sie auch mal komplett auf. Hier ist noch das Siegel drauf. Dass ihr seht, da ist noch keiner dran gewesen. So, leg mal kurz hier rüber. Die andere war ja eher so richtig schön orange. Die geht jetzt in eher eine bräunliche, hellbräunliche, dunkelrötliche Richtung. Boah, riecht richtig wie Barbecue. Riecht richtig wie Barbecue. Wie einfach irgendwas Rauchiges, wie was Smoky-artiges und das in der schönen breiigen Soße. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das wäre bestimmt auch was gewesen für einen Burger. Zum Vergleich habe ich auch natürlich die Marke Bauer Danakil Hot Sauce nochmal da. Das dann am Ende zum Wegbrennen. Und weil das ja auch cremig ist, lasse ich es mal gegen die Spicy Burger Soße von Heinz antreten. Was ist cremiger, was ist würziger? Wahrscheinlich die Samyang, aber egal. So, die Nuggets sind jetzt fertig. Die sind schön warm. Wir werden jetzt mal hier unten das Bild kurz auf den Teller lenken, dass ihr genau nur das seht. Wir werden uns einen Nugget hier rauspicken, die Soße mal drauf machen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ultra scharf ist. Die anderen Soßen waren ja auch alle irgendwie so, dass man die überleben konnte, selbst in größeren Mengen. Deswegen knallen wir hier ein richtig schönes Häufchen drauf, ein richtig dickes Würstchen. Vielleicht hätte ich doch erst die Spicy Burger Soße probieren sollen, wenn die dann nach gar nichts schmeckt sozusagen. Und probieren jetzt mal diese Chipotle Mayonnaise. Ah. Also die ist auf jeden Fall, scharf. Die kommt mir vor, viel schärfer als diese normale Hot Chicken Flavor Mayonnaise von Samyang. Gleichzeitig hat die aber so einen extrem muffigen, bestialischen
Geschmack, jetzt schmeckt es auch gerade noch irgendwie, wenn du so Hustenbonbon gelutscht hast oder so, breitet sich so was ganz Komisches, Chemisches auf einmal da aus. Mit einer richtig guten Schärfe, das muss man da lassen. Das ist richtig cool, die Schärfe. Aber der Geschmack ist absolut gar nichts für mich gerade, muss ich sagen. Boah, das ist ein Ding, die würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Also alle Samyang-Soßen habe ich gefeiert, würde ich auch nochmal kaufen. Die Mayonnaise würde ich auch nochmal kaufen. Und die würde ich jetzt nicht nochmal kaufen, obwohl vielleicht schmeckt die halt wieder anders, wenn du die irgendwo auf Burger drauf machst oder machst hier nicht so viel Soße auf den Nugget oder... Dass das jetzt was mit Chipotle zu tun hat, könnte ich jetzt nicht sagen. Irgendwie erinnert mich das an schon wieder an Apothekern, an Arzneimittel, an irgendwelchen scharfen Hustensirup zum Hals freimachen. Vielleicht ist das da gut. Leider kann man nicht lesen, was da direkt alles drin ist, aber die ist mir auf jeden Fall zu speziell vom Geschmack. Die Schärfe ist gut, weil die Schärfe wirklich präsent ist. Sie ist auch sehr cremig, das ist auch cool. Aber der Geschmack, wir können ja zum Vergleich mal die Spicy Burger Soße aufmachen und gucken, wie die schmeckt. Aber erstmal das hier noch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist so komisch, so eigenartig. Aber irgendwie der zweite Bissen schmeckt schon besser als der erste. Ich glaube, du gewöhnst dich auch an diesen komischen Geschmack. Und dann bist du wieder auf so einem Level, also zu Hause sitzt und sagst, boah, jetzt so eine Mayonnaise, das wär's. Jetzt vermisse ich den Geschmack auf einmal wieder. Ich bin auch schon wieder erkältet oder immer noch erkältet oder du kriegst diesen blöden Husten auch nicht weg. Also ich huste jetzt nicht, weil es scharf ist, zu scharf ist. Es ist dieser Dreckshusten, der verfolgt mich die ganze Zeit. Bei jedem Tasting, was du machst, hängst du wieder da und hast wieder Husten. Auch wenn du Gönnergy und so trinkst und testest, wenn du irgendwas anderes isst. Jetzt haben wir hier diese Soße drauf. Boah, die geht auf jeden Fall richtig blöd portionieren. Die sieht halt viel heller aus. Da sind so schwarze, fummelige Stücken drin. Gucken, wie das schmeckt. Okay, Moment, da muss ich mir gleich noch eins machen. Spicy Burger Sauce, ideal with Burgers in Fries. 2 von 3 Chilischoten. Du sagst, die hat sogar jetzt eine recht süßliche Note, die da plötzlich mitkommt. Schmeckt wieder ganz anders als das, weil das irgendwie so muffig war. Sehr interessant. Ich glaube, das Beste ist sowieso, du isst eins damit, eins damit, eins damit, eins damit, dann immer irgendwie abwechseln, dass das einfach das beste Ergebnis hat. Jetzt muss ich nochmal die Mayonnaise probieren. Jetzt schmeckt die auf einmal viel besser und viel angenehmer. Aber trotzdem irgendwie wieder so kräuterlich, so wie so minzig, so Eukalyptus-mäßig, so Hustensaft-mäßig. Wir machen mal die Danakil Hot Sauce RDL noch auf, weil das war ja scharf, dann ist es abgeklungen und das müsst ihr jetzt nochmal zünden, weil die hat ja bis zu 2 Millionen Scoville, steht ja auch Danger drauf, alles. Machst du dir eigentlich nur einen kleinen Tropfen drauf. So, schrauben wir mal auf. Nehmen uns eins von dieser Seite. Haben wir ja auch extra Video zugemacht zur Marke Bauer Soße. Gab es ja 2 Stück. Mittlerweile gibt es die, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Beziehungsweise die andere Soße gibt es noch. Die mit weniger Scoville. Aber die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Den Marke Bauer Chip gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Jetzt habt ihr hier einen 2 Millionen Scoville-Tropfen drauf, jetzt musst du den probieren. Dann wieder die Bulldog-Soße und dann wieder die Spicy-Burger-Soße. Und dann hast du das perfekte Erlebnis, den perfekten Genuss, alles mit Nuggets so durcheinander zu essen. Ja, die hat gefühlt jetzt absolut gar keinen Geschmack. Aber du merkst, wie sich plötzlich eine Schärfe hinten freisetzt, aufbaut und deinen Körper durchdringt. Also nochmal Samyang Bulldog Mayonnaise in der Chipotle Version. Ich glaube, man kann sich echt an den Geschmack gewöhnen. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn irgendwas richtig abartig ist. Das war ja beim Gönnergy, ich muss schon wieder drauf zurückkommen, auch so. Diesen Käsekuchen-Geschmack von der roten Gönnergy-Dose damals. Ich habe gesagt, was ist das denn?
Das kann man zwar gut trinken, aber das ist absolut nicht mein Geschmack. Das war die Sorte, die ich mir danach noch mehrmals gekauft habe, weil die Dosen immer für 1 Euro da rumstanden und ich das eben nochmal erleben wollte. Spicy Burger Soße, auch richtig genial. Also ich finde es gut, ich weiß jetzt, ich kombiniere einfach alles, ich esse alles quer durcheinander, dann hat es immer noch den besten Geschmack. Ansonsten probiert die halt selber. Es gibt bestimmt Leute, die mir sagen können, genau nach was das schmeckt, wenn ihr das probiert habt. Sieht halt aus, gerade wie eine kleine Ketchupflasche. Also ich muss das ja eh erstmal reinkommen fürs Thumbnail irgendwie. Und habt ihr schon mal Samyang Buldak Soßen aus den Flaschen probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal Samyang Buldak Mayonnaise probiert? Schreibt es mal rein. Oder kennt ihr sogar die Chipotle Mayonnaise? Dann schreibt es rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Geht klar. Es wird eigentlich immer besser. Schneide den Anfang einfach raus, ich habe nichts gesagt. Kannst du essen, kannst du machen, passt. Schön Hustensaft, schön für den Hals. Einfach Medizin mit Schaf, das passt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.